Die Circular Classic Automatik Blau ist eine Uhr mit einem überraschend guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ein Automatikwerk, ein Saphirglas, ein wunderschönes Ziffernblatt. Ich freue mich, sie euch heute im Video im Detail zeigen zu können. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Nachdem ich schon einige Uhren von Circular gezeigt habe, die Aquasport und die Heritage-Serie, möchte ich euch heute die Classic-Serie zeigen. Möchte ich dir heute die Classic-Serie zeigen? Das ist ein wirklicher Preisschnapper in meinen Augen. Die Uhr mit dem 39 mm Gehäuse kostet 388 Euro, hat ein automatisches Werk verbaut und trägt sich extrem angenehm und hat auch ein, zwei Akzente, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, die Uhr aber wirklich interessant machen und dem eleganten Erscheinungsbild einen sportlichen Akzent hinzufügen. Lass dich überraschen. Die Uhr hat einen Durchmesser von 39 mm bei einer Bauhöhe von 10,1 mm. Das verbaute Werk ist ein Miyota 9015, welches in fünf Lagen reguliert wurde. Die Uhr Made in Germany hat ein doppelt gewölbtes Saphirglas, welches mit einer Antireflexionsschicht versehen ist, eine Bandanstoßbreite von 20 mm und eine Gesamtlänge von Horn zu Horn von 45,7 mm. Die Uhr ist bis 5 bar gleich 50 Meter wasserdicht und hat an den Bändern die Schnellwechselsysteme, sodass ein Bandwechsel problemlos möglich ist, ohne die Uhr verkratzt zu verkratzen. Das Ziffernblatt ist ein blaues Sonnenschliff-Ziffernblatt, was vielleicht hier nicht ganz so gut rüberkommt in der Realität, aber wirklich klasse aussieht und sehr attraktiv die Farben wechselt. Was ich sehr, sehr schön finde an dieser im Grunde doch recht klassischen Uhr, ist die Tatsache, dass der Sekundenzeiger rot ist und die sehr fein gehaltene Minuterie ebenfalls rot ist. Ich kriege das nicht so gut eingefangen, was sehr, sehr schade ist, denn das ist in der Realität ein wirklich sehr, sehr schöner sportlicher Akzent dieser Uhr. Schauen wir uns die Uhr einmal an meinem 17 cm Handgelenk an. Hierfür muss ich meine Archimede Outdoor 41 abnehmen. Ach, jetzt verhakt es sich was im Handschuh, passiert mir immer, das ist immer doof sowas. Ja, links die 41 mm Outdoor, rechts die 39 mm Circular Classic. So, am Arm sieht die Circular mit ihren 39 mm bei mir so aus. Kurz noch das Band zumachen. Und hier haben wir die Circular. Wirklich toll, passt sehr gut, macht sich an meinem Arm hervorragend, trägt sich angenehm. Die Uhr ist wirklich sehr schön gemacht, mit einem polierten Topring, mattierten Seiten, einer Rückseite mit einem Edelstahlring und einem Sichtfenster fixiert mit vier Schrauben und einer Krone, die sowohl signiert ist als auch in ihrer gesamten Form außergewöhnlich ist, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich zeige euch hier die Uhr am Band des Herstellers. Die Uhr wurde mit einem dunkelbraunen Lederband ausgeliefert. Ich finde aber, diese Uhr verträgt auch andere Bänder. Aus diesem Grunde habe ich aus meinem Fundus mal einige Bänder hervorgeholt. Hier zum Beispiel ein mittelbraunes Morolato Natural Wood. Ich finde, dieses Band hebt das Blau der Uhr noch etwas besser hervor
und passt im Gesamterscheinungsbild etwas besser, finde ich. Durch die sportlichen roten Akzente ist es aber auch möglich, die Uhr etwas legerer zu tragen. Hierfür habe ich ein dunkelblaues Canvasband aus meiner Box geholt und aus der doch durchaus sehr eleganten Uhr wird plötzlich eine ganz lässige Freizeituhr, die nicht nur zum Anzug, sondern auch wunderbar zu Jeans und Polo passt. Also auch ein Dressdown ist möglich. Mein persönlicher Favorit für diese Uhr wäre allerdings ein graues Wildlederband. Dieses Band, finde ich, passt am allerbesten zu der Uhr und macht aus der Uhr ein wirklich edles Stück Zeitgeschichte, was wirklich hervorragend an den Arm passt, unter einen Anzug, aber auch zu Jeans. Ja, diese Uhr kostet aktuell am Lederband 388 Euro. Die Klassik-Serie enthält auch unterschiedliche andere Modelle. Ich habe euch einen Link in die Videobeschreibung gesetzt, sodass ihr selber einmal nachschauen könnt, was es dort alles gibt. Ja, wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Circular haltet, von dieser Uhr, welche Uhren ihr eventuell noch sehen möchtet, welche Themen euch interessieren und freut euch auf die nächsten Videos, die kommen. Ich denke, ich werde euch noch so manch Interessantes zeigen können und hoffe, ihr bleibt meinem Kanal treu und erfreut euch an den Videos. Bis dahin und in diesem Sinne bleibt gesund. Tschüss, euer Axel.